Friendly? Die Maus ist mit euer wichtigstes Kampfwerkzeug, wenn es um das Überleben auf dem virtuellen Schlachtfeld geht. Servus Leute und Battlefield-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Battlefield 4 mit eurem Veteran Lost. Wie ich es euch bereits in einem Video zu Battlefield 3 vorgestellt hatte, gibt es hierbei ein paar Einstellungen, die ihr anpassen könnt, um euer Mausfeeling entsprechend zu verbessern. Angefangen wird hierbei mit den System-Settings. Hierzu müsst ihr erstmal eure Maus finden. Dazu geht ihr in Systemsteuerungen auf Hardware und Sound, hierbei auf Maus. In den Maus-Settings geht ihr dann auf den Reiter Zeigeroptionen. Hierbei ist es wichtig, dass eure Zeigergeschwindigkeit bei Punkt 6 steht und die Zeigerbeschleunigung weggeklickt, also ausgeschaltet ist. Wenn ihr das habt, geht es einen Schritt weiter. Dazu müsst ihr, ich habe es unten verlinkt, den Mark C Mausfix installieren. Diesen hatte ich bereits in meinem letzten Video zu Battlefield 3 Maus Settings beschrieben und der hilft euch wirklich extrem, um die Maus Smoothness zu verbessern. Wenn ihr diesen runtergeladen habt, könnt ihr ihn entpacken, ihr geht in den Ordner rein und müsst nun entsprechende Datei, die auf euch zutrifft, auswählen. Hier habt ihr die Möglichkeit zwischen Windows 7, Windows 8 sowie XP oder Vista zu wählen. Ich besitze persönlich Windows 7, gehe deshalb in den Ordner hinein. Nun habt ihr hier mehrere Dateien. Diese richten sich nach dem Auflösungsgrad. Um diesen herauszufinden, geht ihr einfach in den Systemsteuerungen auf Darstellung und Anpassung. Wenn ihr hier drin seid, geht ihr auf Anzeige und bekommt nun eine Übersicht, welche Anzeige ihr aktuell benutzt. Die ist bei mir standardmäßig auf 100%. Was das nun bedeutet, wenn ihr in dem Ordner zum Mark C Mausfix seid, sucht ihr euch die 100% Einstellung raus. Die findet ihr hier. 100, 125, 150, 200. Ich habe 100, mache dort einen Doppelklick drauf, krieg eine Nachricht wegen Administratorrechten und hier eine Nachricht wegen der Registry. Hierbei klicken wir auf Ja, kriegen die Bestätigung, dass die Werte geändert werden und haben den Fix somit durchgeführt. Dieser sorgt dafür, dass diese Mouse Acceleration ausgeschaltet wird und die Maus 1:1 reagiert. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr noch eine bzw. solltet ihr eine Änderung in den Battlefield 4 Settings vornehmen. Dazu geht ihr über die Dokumente in euren Battlefield 4 Beta Ordner. Wenn ihr hier drin seid, geht ihr in den Settings-Ordner und öffnet dort die ProfSafe-Profile-Datei, am besten mit einem Programm wie Notepad++. Das Ganze verlinke ich euch natürlich unten in der Beschreibung. Ihr öffnet das mit Notepad und sucht euch folgende Werte raus. Das Ganze handelt sich um ein GST-Input-File mit dem Namen Scheme Sensitivity und zwar dem ersten 0. Dieser steht standardmäßig auf 1.0000 und so weiter. Den solltet ihr hierbei auf komplett 0 setzen. Das Ganze macht ihr genauso mit dem Scheme 1 Sensitivity. Der befindet sich hier ein Stück weiter unten und stellt diesen auch komplett auf 0. Das Ganze bewirkt das Ähnliche wie der Mark C Mausfix, sprich er macht eure Maus einfach nochmal smoother und die Reaktion 1:1 wird dadurch verbessert. Wenn ihr das Ganze habt, geht ihr oben auf Datei speichern und macht das Ganze einfach wieder zu. Das Ganze, worauf ihr nun nur noch achten müsst, ist, dass ihr in den In-Game Settings unter Controls den Raw Mouse Input auf On stehen habt. Dieser steht standardmäßig auf On und sollte deswegen auch an sein. Was ihr nun noch machen könnt, ist natürlich eure Sensibilität der Maus sowohl in-game in Prozent als auch im Rahmen der DPI, wenn ihr diese an eurer Maus ändern könnt, die entsprechend anzupassen. Wenn euch dieser Tipp gefallen und auch geholfen hat, dann schreibt mir doch euer Feedback im Rahmen der Kommentare und gebt mir einfach mal Infos, wie ihr damit zurechtkommt. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ist im Rahmen der Battlefield 4 Beta das, Videokontingent etwas abgeflacht. Das liegt zu einem daran, dass momentan wirklich jeder Battlefield 4 mehr oder weniger rausscheißt und die Qualität darunter auch extrem leidet. Und ich habe mir gedacht, hey, ich hau nicht jeden Tag ein Video raus, sondern wieder in etwas, sagen wir, größeren Abständen, aber dafür etwas, was meiner Qualität entspricht und mit dem ich mitgehen kann. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal auf den Release von Battlefield 4 vorbereiten, denn ich werde euch da mit informativen, unterhaltsamen sowie ansprechend gestalteten Videos versorgen.
Ja, und wenn ihr es noch nicht getan habt, ja, dann haut doch auf den Abonnieren-Button oder gebt mir ein Like, um mich damit zu unterstützen und euch zu ermöglichen, weiterhin solche Videos zu produzieren. In diesem Sinne, behaltet euer Ziel immer im Auge. Euer Lost.